Google hat vor einiger Zeit eine völlig neue 3D-Ansicht für Google Maps angekündigt. Jetzt ist die erste Funktion für Benutzer mobiler Anwendungen verfügbar. Vergessen Sie Google Street View, diese neue 3D-Ansicht ist das beeindruckende Absolute. Google möchte in 3D und praktisch durch Städte auf Google Maps fliegen. Wenn all dies irgendwann perfekt ist, muss die Technologie sogar in der Lage sein, 3D-Gebäude von innen zu zeigen, nur aus einer Kombination aus dem vorhandenen fotografischen Material. Intelligente Computer bilden 3D-Modelle aus Street View, Satelliten und Luftbildern. Automatisches Lernen und künstliche Intelligenz werden dazu beitragen, praktisch greifbares 3D-Material aus den vielen Tonnen von Bildern zu schaffen. Die Einführung in den ersten wichtigen Städten in den kommenden Monaten ist geplant. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass das Startsignal für einen Teil der neuen 3D-Funktion verabreicht wird, wie Google im Sommer offiziell bestätigt wurde. Die immersive Ansicht beginnt im Soft-Modus mit individuellen Bezugspunkten und berühmten Gebäuden. Google möchte die Referenzpunkte und die berühmten Ansichten mit der neuen Ansicht im Sommer auf Google Maps erhältlich machen. Dies ist der erste Schritt in Richtung der immersiven Vision, die gerade erklärt wurde. Google möchte uns in der Lage sein, uns fotografische Luftaufnahmen von etwa 100 Ansichten der großen Metropole anzubieten. New York, Tokio, London und so weiter, schauen Sie sich Google Maps im Voraus an, wie ein Meilenstein aussieht. Google hat nicht ausführlich erwähnt, wann Innovation verfügbar ist. Aber es sollte immer noch in den Sommerwochen passieren, weil es schließlich die Feiertags- und Reisezeitfunktion angekündigt hat. Wenn verfügbar, funktioniert es wie folgt: Suchen Sie auf Google Maps eine Aufnahme, wo immer sie verfügbar sind, und gehen Sie zum Fotobereich.